Hi Olli, Ibens, Markus. Ich mache jetzt gerade ein Video für dich, weil du hast ja jetzt, ist ja jetzt blöd, weil ich am Donnerstag schon weg bin. Jetzt mache ich gerade schnell ein Video für dich. Die sind jeden Abend da. Und jetzt nehme ich gerade das erste Licht auf. Den Video kannst du jetzt dann auf YouTube anschauen. Da, ich stehe jetzt bei mir vor dem Haus. Das ist das, wo der Vogelbaum ist. Und das ist eigentlich eins von den hellsten Lichtern, wo immer da ist. Und das nenne ich jetzt das Olli-Licht. Das ist jetzt dein Licht, verstehst? Und jetzt drüber. Warte mal, jetzt gehe ich mal ein bisschen hoch. Da ist jetzt das nächste Licht, wo ich aufnehme. Das ist jetzt ein bisschen mehr blau. Das wackelt halt jetzt ein bisschen, weil ich die Kamera in einer Hand habe, in der anderen habe ich das Telefon. Aber das ist jetzt das zweite Licht, was ich aufnehme. Und jetzt schaue ich mal, warte mal, jetzt laufe ich mal. Ach, die Nachbarn. Da, jetzt gerade, das wirst du auf dem Video hören, das Einzige, was die machen können, ist den Roll unterlassen. Weil sie ja alle Milliarden in ihre Wohnungen stehen haben und sie dann in die Hosen scheißen, dass irgendwelche Einbrecher kommen und ihnen die Milliarden aus der Wohnung klauen. Jetzt nehme ich gerade das dritte Licht auf, das ist so ein blaues Licht. Das ist über meinem Haus, wo ich bin, also über dem Haus, wo ich bin. Jetzt schau ich mal, warte mal, siehst du jetzt, das nächste ist jetzt das da. Ah, da sind gleich zwei übereinander. Das ist auch wieder ein blaues Licht. Und eins drüber. Also die, die jetzt den Video dann anschauen, die werden halt nicht genau verstehen, was mir jetzt spreche. Aber wichtig ist ja, dass du das hörst, weil du jetzt mit mir telefonierst. Und den Video mache ich jetzt schnell für dich. Also ich habe jetzt mal drei Lichter da über dem Haus aufgenommen, wo ich bin. Dann schauen wir mal, da drüben, das da könnte ich auch noch gut herkriegen. Da, das ist jetzt das, was weiß ich, fünfte Licht, wo ich aufnehme. Ja, die sind das, was halt ich eben die Magnetschicht nenne, was die Ozonschicht die Menschen nennen. Da stoßen die halt auch die Lichter, weil nur feste Körper kommen da durch, so wie ein Raumschiff von uns jetzt, so ein Raumraketen halt oder solche Dinger oder ein Raumschiff, was man uns als UFOs erklärt, sowas kommt halt da durch. Aber die Lichter, die sind halt von anderen Energien erzeugt und die stoßen an der Magnetschicht an, wenn man es so sagen will. Und ich weiß nicht, wie hoch das ist. Letztes Mal hat mir einer geschrieben, der ist in 3000 Kilometer Höhe geflogen und hat dann so Chemtrails gesehen. Und darum gehe ich mal davon aus, dass die Schicht halt ungefähr 4.000, 5.000 Meter hoch ist. Also 4, 5 Kilometer hoch. Jetzt habe ich nochmal ein Licht aufgenommen. Warte, jetzt gehe ich da mal ums Haus da vorne hin, weil da sind auch nochmal ein Haufen. Jetzt nehme ich nochmal eins auf, das ist wieder so ein blaues, also das ist jetzt ungefähr das sechste Licht, was ich aufnehme. Und kannst du jetzt dann anschauen, das erste Licht, das ist immer bei mir, da bei dem Vogelbaum, wo nur noch so Äste an dem Baum dort sind, und das ist das Olli-Licht ab jetzt. Das ist jetzt, ich meine, es werden auch immer Sterne nach Menschen benannt oder nach irgendwelche Gegenstände. Ja, und darum hast halt du jetzt ein eigenes Licht bei mir vorm Haus. Das ist das Olli-Licht. Jetzt schaue ich mal das über mir. Das über mir, da schaltet sich immer Kamera aus, vor allem wenn es in einer. Ja, da wackelt es so in der Kamera, da die verkraftet das nicht. Und vor allem wenn es in einer Hand halt, da wackelt es ohne Ende. Also jetzt nehme ich einfach nochmal das da oben auf, weil das kann man schön sehen. Das da, das kann man auch noch mal schön sehen. Und jetzt zum Schluss, weil der Video wäre jetzt nicht so lang wie die anderen, weil sonst steht immer Texte drauf. Aber der Video ist jetzt eigentlich nur für die.
Und jetzt schließe ich das Video ab mit dem ersten Licht, wo ich begonnen habe. Und das ist jetzt gerade das letzte, wo ich jetzt wieder aufnehme. Und das ist das Olli-Licht. Ab jetzt. Okay. Ja, klar. Drum, ich habe mir jetzt eh schon gedacht, ob es nicht schon spät ist, wenn ich jetzt anrufe. Jetzt haben wir Eife, 17.07.17. Und das letzte Licht, was ich halt jetzt aufnehme, das war das erste, was ich aufgenommen habe. Das ist das Olli-Licht. Das ist eben genau, wenn ich zur Tür rausgehe, im Garten stehe, dann ist das da. Und wenn es du morgen oder du hast jetzt ein paar Wochen Zeit, da mal den Video anschaust, dann weißt du, was wir geredet haben. Und das ist jetzt das Olli-Licht. Also ich schreibe hier bunte und flackernde Lichter am Himmel von München, Olli-Licht. Und dann das Datum. Dann weißt du, das ist der Video von dir. Okay, also, und ich melde mich spätestens Mitte September bei dir wieder. Okay, dann viel Spaß beim Arbeiten. Gut, bis morgen, bis dann, gell? Ciao, für dich, ciao. Okay, also das war jetzt ein persönlicher Video für den Olli, weil das ist der erste Mensch, der mir angeschrieben hat und die Eier in der Hose gehabt hat, dass er sich die Lichter mal selber anschauen hätte wollen. Nur, dass ich halt jetzt am Donnerstag für ein paar Wochen so quasi in Urlaub gehe, ist das halt ein bisschen kurzfristig. Jedoch sind die Lichter ja jeden Abend da, immer, dauernd, und die laufen nicht davon. Und wenn ich im September wiederkomme, werde ich Olli anrufen, dann kann er mal daherkommen, dann lade ich ihn ein, an dem am Abend grillen oder so. Und das ist eben der erste Mensch, den wo ich kennengelernt habe, der wo Eier in der Hose hat und der wo sich halt auch die Lichter anschauen will, obwohl das eigentlich weniger mit Eier in der Hose zum Tor hat, sondern einfach mit gesundem Menschenverstand, weil entweder verzeih ich nur Kass und das ist ein Schmarrn oder ich überprüfe das. Und der Olli wollte das halt jetzt überprüfen und wollte jetzt halt schauen, ob das auch stimmt mit den Lichtern. Darum habe ich ihm jetzt ein Video gemacht und die werden weiter da bleiben, solange es mich da gibt. Und im September lade ich ihn dann ein, dann werden wir da mal schön grillen, ein Abendgrill. Aktion starten und dann schauen wir uns miteinander die Lichter an. Vielleicht bringt er noch ein paar Späßel mit oder ein paar Freund, was er hat. Und dann ziehen wir uns mal die Lichter da rein am Himmel. Alles klar, danke fürs Video anschauen, bis dann, ciao. Jetzt füge ich noch mal ein kleines extra Teil zu dem Video, da, damit du mal verstehst, was hartnäckig bedeutet. Der Igel, der rechte, ist das Manderl und das linke ist das Weiberl. Und das linke ist jetzt schwanger, weil ja der rechte in letzter Zeit oft auf die Rundkunft ist. Das habe ich auch aufgenommen bei anderen Videos. Aber dem gefällt das halt und der möchte halt gerne weitermachen. Aber weil sie jetzt schwanger ist, mag sie nicht mehr. Und der lässt ihr keine Ruhe. Das ist der Wahnsinn. Den ganzen Abend. Ja, so ist besser das Licht. Den ganzen Abend hängt er an der Torte. Den ganzen Abend, die ganze Nacht. Der geht ja nicht von der Seite. Der möchte unbedingt nochmal draufspringen. Aber sie mag halt nicht. Na, siehst du, ich meine, ab und zu haut sie mal die Stacheln gescheit rein. Aber der gibt nicht auf. Und das ist ein kleiner Igel, Mann. Der hat überhaupt kein Hirn. Er weiß gerade einmal, wie man Schnecken frisst und dass er halt sich einigermaßen am Leben hält. Aber der weiß, was er will. Der will auf die draufspringen und der lässt ihr keine Ruhe. Der lässt ihr keine Ruhe. Jede Nacht. Und sie, die Arme, tut mir ja schon leid. Die tut den ganzen Tag, also den ganzen Abend nur so schnaufen. Nur. Und er, der schwere Nöter, der geht ihr nicht von der Seite. Der lässt ihr keinen Millimeter Freiraum. Der schaut nur, dass er draufspringen kann.
Und ich meine, wir sind Menschen, Alter. Wir sollten doch normal mehr Willen haben und mehr Ausdauer wie so ein Igel. Aber der Igel, der gibt nicht auf. Der probiert es jeden Abend wieder. Und nicht bloß einmal, sondern die ganze Nacht probiert er das. Und sie muss die ganze Nacht schnaufen und schnaufen und schnaufen. Und lass mir bloß mal in Ruhe, spring nicht da und auf mich drauf, verstehst? Und da, er in einer Tour. Und ich meine, du, wo du im Video schaust, bist doch ein Mensch, Mann. Du musst doch viel mehr Willen haben wie so ein Igel. Und sogar ein Igel, der, wenn weiß, was er will, gibt er keine Ruhe. So lange, bis er das kriegt, was er will. Bloß wird er es halt von ihr nicht mehr kriegen. Zumindest so lange es schwanger ist, wird er es nicht mehr kriegen. Und darum nehme ich das jetzt auf, damit du mal ein Beispiel dran nehmen kannst. Weil die meisten Menschen sind für mich, Entschuldigung, jämmerliche Arschkriecher, wo nur ein Chef anschleimen können. Und heute ist er der Tollste. Und wenn er die kündigt, ist er das größte Arschloch. Und dann gehst du zum nächsten Chef und das ist dann der Tollste. So lang, bis der dich halt rausschmeißt und dann ist das ein Arschloch. Aber ansonsten schleimt der Mensch irgend so einen komischen Chef an, nur weil er ein paar Euro kriegt von dem. Überhaupt keine Würde hat so ein Mensch mehr heutzutage. Entschuldigung, aber für mich ist das so. Und die Würde von einem Menschen sollte normal das Höchste sein. Das Höchste Gut, was ein Mensch hat. Aber selbst wenn jetzt ich will, wenn jetzt ich zu dir sage, hey, Junge oder Mädchen, du kriegst 10.000 Euro, wenn du heute Abend zu mir kommst, dann schauen wir mal, wie viel ich nein sage. Und wie viel auf einmal bei mir auf der Matte stehen, für 10.000. Oder dafür arbeitest doch du 5 Monate lang oder noch länger. Da ist doch in einer Nacht das Geld locker schnell verdient. Und wenn du nicht gewählt wirst, sondern, naja, nichts Schlimmes über dich ergehen lassen musst, so quasi, dann schauen wir mal, wer für 10 Millionen nein sagt. Hey. Natürlich offiziell sagt es alle nein, aber wenn es keiner mitkriegt, weißt du selber, wenn es einer nicht mitkriegt, dann kann man sowas schon mal machen, oder? Und er schaut dann an. Er lasst ihr keine Ruhe. Er lasst ihr keine Ruhe. Die ganze Nacht hängt der schwere Nöte an ihr Torten. Und sie schnauft die ganze Nacht. Die ganze Nacht her die Schnaufe. Sobald die aufstehen, was es ist, um 8:30 oder 9:30, je nachdem, 9:30, 10:30, stehen die auf. Und dann geht's los. Dann fängt sie zum Schnaufen an. Und er hängt dann ja dort. Und weil er kein Hirn hat, kapiert er halt nicht, dass sie schwanger ist und dass sie jetzt nicht mehr will. Weil sie der primitive Igel ist. Man, der versteht nicht viel. Aber teilweise kommt es auch vor, wie wenn so ein Igel mehr Wille hat und mehr Mut und mehr weiß, was er will, als wie ein heutiger Mensch weiß, was er will. Verrückte Welt ist das, das sage ich dir. Alles klar, war nur noch mal so ein kleiner Abschnitt zum Schluss. Ciao, merci fürs Video schauen.